So, herzlich willkommen hier zurück bei den Kriegsgeschichten von Battlefield 1. Ja, das letzte Mal haben wir hier Avanti Savoia gespielt und heute geht's weiter mit der Meldegänger. Der Welt. Die Unschuldigen, die Selbstgerechten und die Tapferen. Wir hielten den Krieg für unseren Initiationsritus. Ein großes Abenteuer, das uns in unserem Streben nach Ruhm vereinen würde. Aber anstelle eines Abenteuers erwartete uns nichts als Angst. Und vereint waren wir nur im Tod. Okay, vereint nur im Tod. Ja, so ist das im Krieg mit den Kameraden und so weiter und so fort. Und ja, wir müssen jetzt den Angriff auf den Strand führen. Stürme die Strände von Gallipoli im Schutz der Geschütze der bis dato größten Flotte aller Zeiten. Das klingt ja mal verdammt aufregend. Ich bin schon sehr gespannt. Dardanellen, Halbinsel Gallipoli, Frühling 1915. Das britische Empire will eine neue Front eröffnen. Es reifen Pläne für eine nie dagewesene Invasion des osmanischen Mutterlandes durch die größte Einzelflotte aller Zeiten. An Bord der Schiffe sind mehr als eine 500.000 Soldaten aus Neuseeland, Australien, Irland, Indien, Neufundland, Frankreich und Großbritannien. Sie haben Befehl, an Land zu gehen und nach Konstantinopel vorzustoßen. Tag 1. Am Kap Hells fungiert das Dampfschiff River Clyde als trojanisches Pferd, das mehrere Bataillone alliierte Soldaten am Strand absetzt. Ein schwacher Brückenkopf ist eingerichtet, doch die Hälfte der Landungstruppen ist gefallen. Tag 2. Und da kommen wir ins Spiel, nehme ich an. Hoffe ich zumindest. Ja. Frederick Bishop. Oh Gott. Hey, sind Sie Frederick Bishop? Nein, der ist tot, leider. Aber ist das nicht Ihr Bild? Schon möglich. Jack Foster. Ich wurde Ihnen zugeteilt. Wurdest du nicht? Schaffen Sie das Kind hier weg. Keine Chance. Er ist schließlich nur wegen Ihnen hergekommen. Frederick Bishop, der Stolz Australiens, hat sogar ein falsches Alter genannt, um dienen zu dürfen. Kannst du mausen? Ja. Gut, komm mit. Der Meldegänger. Was für ein Desaster. So, wen die erste Welle hatte keine Chance. Sehen Sie sich Ihre Stellungen an. Wie sollen wir den Strand einnehmen? Diesmal haben wir die Dreadnought. Stopf dir was in die Ohren, Junge. Gleich wird's laut. Okay, wir müssen das Fernglas benutzen. Dirigiere den Dreadnought-Beschuss, okay. Wo müssen wir hinbeschießen, genau? Ah, da vorne sieht's doch ganz gut aus, oder? Wie dirigiere ich jetzt? Ah, ne, hier hinten, ne? So, und jetzt? Oder muss ich hier unten hin? Ah, okay. Dirigiere den Dreadnought-Beschuss. Na dann. Alter. Krasser Scheiß. Alles klar. Es wird Zeit. Wo willst du hin? Ich komm mit. Waffe hochnehmen. Okay, du bleibst hier. Und du rückst mit dem Etappenkommando erst vor, wenn ich das Leuchtsignal gebe. Ja, Sir. Ja, Sir. Pass auf dich auf, Junge. Okay. Ja. Ich muss zum Ohren. Stürme den Strand. Oh, that's suey!
so unglaublich laut hier gerade. Das ist mal eine Atmosphäre, die... Oh, ich bin durch den durchgelaufen. Was ist da los? Alter. Wow. Ein neues Einsatzziel, die Schützengräben sichern. Okay. Oh Gott, wir haben hier Einzelschuss oder was? So, schön unten bleiben. Ich nehme mal ganz kurz. Oh, wobei, so eine Schrotflinte auch ganz nice. Wow, 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 wow. Schrotflinte auch ganz nice, wer wollte ich sagen? Alter, ist die Knarre laut. Das ist echt übel. Wow, 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 wow. Halt, mein Mann. So, das war ein Kopfschuss. Ich glaube, den haben wir auch erwischt. Jo, schaut gut aus. Das war, glaube ich, nichts. Wow, 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 wow. Kollege, Alter. Gut, ich land mal in die Eier geschossen hier. So, der ist auch jenseits von Gut und Böse. Wir müssen diesen Aussichtspunkt erobern. Ja, ich denke, das kriegt man hin mit dem Aussichtspunkt. Ich wechsle jetzt aber trotzdem mal irgendwie spontan die Waffe. Einfach nur, weil uns sonst irgendwann die Munition ausgehen wird. Aber wir können mal hier reinschauen. Was haben wir denn da Schönes? Gewehrgranate. Oh, die klingt gut. Gewehrgranaten klingt gut. Sind da noch andere Kisten, die ich... Nein, kann ich nicht. Okay. Okay, okay. So, und den Punkt hier müssen wir einnehmen. Wow. Fuck. Fuck. Gotcha. Nein! Mist! Frederick Bishop, 1862 bis 1915. Scheiße. Ich hätte mal ein bisschen besser auf die Lebensanzeige vielleicht gucken sollen. Dann wäre uns das nicht passiert. Aber okay. Vielleicht lerne ich ja aus Fehlern irgendwann. So, ich nehme mal nochmal die Gewehrgranate. So. Und wir müssen da hoch. Warte mal, vielleicht kann ich sogar von hier schon... Nee, kann ich nicht. Das wird so nix. Okay. Ich muss auch ehrlich gesagt zugeben, ich komme immer mit dem Gewehrgranaten nicht ganz so geil klar. Wow, nein! Boah, die Knarre, die hat so den abgefahren, krassen Sound einfach. Dieses Bumm hier, wenn ich hier feuer, das ist so phänomenal geil. Alter Schwede, ey. Wo ist er? Da oben, oder? Da versteckt er sich der Sack. Oh Gott, ich muss mal hier schnell weg. Ich muss schnell weg. Nein! 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 Okay, verdammt! Hier geht so krass ab einfach. Das ist unbelievable. Und mir rutscht auch mein Mikro ständig irgendwie hier. Ich muss da mal intervenieren irgendwann und mal eventuell einen neuen Mikrofonständer besorgen, denn der ist nicht mehr ganz so geil hier irgendwie. Momentchen, jetzt müsste es wieder besser positioniert sein. So, okay, wir haben wieder
Grewehrgranaten. Oh. Und jetzt machen wir das gleich mal ein bisschen. Vielleicht macht es auch Sinn, von oben anzugreifen. Ich weiß nicht. Schauen wir mal. Dich hole ich mal direkt hier so runter. Wow, wow, wow. Okay, da fangen sie schon wieder an zu feuern. Nein, der war daneben. Scheiße. Oh. Wow, da hinten. Scheiße, da ist der. Ich verstehe die Problematik. Okay, wir müssen das anders machen. Ich muss mich mal hier ganz kurz herlegen. Und dann versuchen, da mal irgendwie durchzusnipen. Aber ich sehe den gerade auch gar nicht, muss ich sagen. Doch, da ist er. Da ist er. Hallo? Habe ich keine so hohe Reichweite? Doch. Da ist auch noch einer. So, den haben wir. Dann jetzt schnell runter hier. Nein! Oh, das gibt's doch nicht, ey. Da hinten im letzten Winkel hat sich noch einer versteckt. Krass, 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 krass. Alter Schwede, ey. Das mal echt übel. Das ist richtig übel hier. Hallo, hallo. Mach mal auf hier. Wow, wow, wow. Von wo? Aber ich glaube, es war auf jeden Fall ein ganz guter Plan, da von oben anzugreifen. Ist, glaube ich, sinnvoll. Man muss nur hoffen, dass da jetzt von links und so keiner kommt. Wow, 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 wow. Fuck. Hier schlägt es überall ein. Alter, leg dich hin. Was bitte jetzt? Also manchmal bin ich mir nicht sicher, ob die Hitboxes hier korrekt gesetzt wurden, ob die Meshes das so richtig schön. Schön implementiert haben, wollte ich noch hinzufügen. Ja, hier siehst du, ich schieß voll in den Dreck rein hier. Mal ein bisschen hochhalten oder was? Das kann doch nicht sein. Jetzt habe ich nur noch 4 Schuss. Wie kann ich auf die Gewehrgranate wechseln? So. Okay, ich muss mich jetzt definitiv mal ganz kurz erholen. Keine Munition. Hier auch nur noch 4 Schuss. Äußerst schlecht. So, jetzt haben wir keine Munition mehr und da ist immer noch das eine Geschütz hier. Dann doch mit der hier mal probieren. Vielleicht kommen wir durch. Ah, da hinten ist auch schon wieder besetzt. Keine Chance, keine Reichweite, nicht hoch genug, aber. Wow. Alter Schwede, ey. Ich probiere es mal mit einer Granate.
glaube aber nicht, dass das funktioniert so. Jetzt haben wir ihn, komm. Ah, das war nicht dafür, schade. Okay, dann machen wir das jetzt so hier. Ist ein bisschen schade, weil ich die Waffe wirklich mochte eigentlich. Allein wegen ihres großartigen Sounds. Aber die hier ist echt auch nicht schlecht eigentlich. Liegt es daran, dass ich heute vielleicht einfach hier ein bisschen mehr aufgedreht habe, hier auf meinen Ohren? Wow! Alter! Okay, ganz kurz wieder Erholung. Weiter kriechen. Wo ist er? Da oben irgendwo? Da. Hab ihn. So, oh Gott, wir haben kaum noch Munition für die Waffe hier. Nein, der war daneben. Alter. Hallo? Ja, das ist Shotgunner, die hilft mir da gerade echt nichts. Ich muss hier wirklich auf Entfernung, auf Distanz gehen. Sonst komme ich hier nicht durch. Sonst komme ich hier nicht lebend ans Ziel. Und jetzt ist die Frage, gehe ich unten rum oder gehe ich oben rum? Oben rum ist, glaube ich, gar nicht, oder? Kann ich hier... Doch, ich kann hier rüber. Oh, fuck! Okay, zwei Schuss noch. Einer für dich, Kamerad, und einer für dich. Und jetzt muss ich das Ding hier nehmen. Keine Granaten mehr, okay, ich verstehe. Gut, dann muss ich vielleicht doch hier runter nochmal. Ah, hier ist Munition. Aber wieder nicht für die Waffe hier. Was haben wir hier? Stielhandgranaten, sehr nice. Der komme ich vielleicht zumindest ein bisschen durch und kann da mal hier eine Granate reinschmeißen dann. Hallo, Freundchen! Komm, lad schneller, lad schneller! Aha, one hit. One kill. So, hier ist ganz schön dunkel hier drin. Aber ich glaube, hier versteckt sich keiner mehr. Da ist noch Munition überall. Und wir nehmen gerade ein. Wird Zeit für das Leuchtsignal. Die haben wir auch wieder ein paar Kugeln bekommen. Okay.